Das klingt grausam. Ich glaub dir, aber es klingt trotzdem grausam. Ich habe mir sogar ein neues Profilbild gemacht. Mit dem kleinen Knuffelchen, das wir heute hoffentlich treffen werden. Möchtest du? Nein. VR-Modus. Und diesmal nehmen wir auch die Cutscene auf. Kirby und sein Freund der Stern fliegen umher. Es ist alles toll hier in Dreamland. Da sind die Hügel aus Kirby's Adventure Wii, die Wolken zwirbeln sich umher. Die Berge sind löchrig und was ist das? Ein Leuchten am Himmel. Der Time Rift kollabiert. Können wir darüber reden, wie schön die Cutscene ist? Die Cutscene ist wunderschön. Den Blick habe ich jetzt auch, Kirby. Warpstern, beeil dich! Warum ist der Warpstern so unnecessary fluff? Bandana D! Komm mit uns! Nein, Bandana D! Es gibt kein Entkommen. Sag mal, gab es diese sternförmigen Rifts nicht schon in Kirby's Adventure Wii? Es würde mich nicht mehr wundern, wenn Margolor irgendwie noch auftaucht. Sind allein. Kirby wurde an den Strand gespült. Oha, wie der Sand doch an ihm klebt. So, und jetzt kann ich mich doch instant bewegen, wenn ich mich an die Demo erinnere. Ja, das ist jetzt einfach. Okay. Die Demo kennen wir schon. Beim letzten Mal haben sie im einfachen Modus gespielt. Ich werde die einfach mal versuchen. Damn boy, that Warp Stern is thick. Ein thickes wie. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. So, das Spiel ist ja jetzt schon quasi seit. Aber ich will nicht sagen, aus der Mode. Das ist gemein. Das darf man so nicht sagen. Aber halt, Fakt ist. Im Endeffekt, der Hype um das Spiel ist vorbei. Aber ich bin so gespannt, das jetzt endlich für mich selbst erleben zu können. So, schöne Geld und es ist so gut. Es freut mich darauf, ich freue mich. Oh mein Gott, wer sind diese kleinen Fratzis? No. Das ging einfach. Könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn eine Cutscene bevorsteht? Damit ich dann sofort umschalten kann. Es ist Kirby Automata. Es ist so gut. Oh mein Gott, ich freue mich, dass du Spaß hast. So, Saugi Saugi. Die Musik ist schön, die Gegner im Hintergrund bewegen sich mit riesiger Fester. Gib mir mal dein Schwert. Kann ich gut gebrauchen. Ich Bäume verprügeln sich. Ich denke mal, das ist das erste Level aus der Demo. Hey Mana, willkommen. Ich spiele das heute zum ersten Mal. Mein Spiel ist endlich angekommen. Und jetzt leiten wir das Wochenende ein mit diesem wundervollen Spiel, das ich jetzt eigentlich schon einen Monat lang warte. Aber freut mich, ich hoffe, du hast mittlerweile Feierabend. So, da hinten sieht aus, als könnte man da drin irgendwas angucken. Kann man natürlich nicht. Hab bei Tesi davon gesehen. Ich habe bei Tesi extra nicht geguckt. Schade, dass sie das nicht archiviert hat. Aber ich freue mich darauf, das endlich bei Johnny zu gucken, so im Nachhinein. Das stelle ich mir cool vor. Ist ja kein quasi blind. Wobei ich darf dann auch nicht allzu weit gucken, aber es ist wahrscheinlich nicht so. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mir das mal bite-sized angucke. Weil so kann ich mir dann, glaube ich, auch die ganzen Secrets angucken, die wir verpassen. Dann werde ich nur minimal gespoilert und muss nicht so viel rumsuchen. Wow. Ich finde es komisch, dass Ramses auf Englisch Bronto Bird heißen. Ist echt ein komischer Name. Frühschicht und seit 15:30 Uhr Feierabend. Das freut mich. Ich hab dieses Wochenende, also diesen Freitag, habe ich ein bisschen früher Schluss gemacht. Ist auch ein bisschen was schief gegangen auf der Arbeit. Dann dachte ich mir so, ja, dann kann ich jetzt auch aufhören. Und Montag habe ich auch frei und treffe eine Freundin. So, was geht hier ab?
Oh, ein kleines Auto, das sieht so lecker aus. Wie pelzig die sind. Ich weiß, die sind böse, aber Gott, sind die niedlich. Eurobeat intensifies. So, ich war gerade weit weg. Wo ist Green Guy hin? Ich hab den Tab geschlossen, weil ich dumm war. Deshalb spielen wir jetzt Kirby. So, das kennt man schon aus der Demo. Nein, nein, ich wollte es nicht ablegen. Ich will vollstopfen. Nein, nein, nein. Okay. Kontextsensitives Saugen. Was ich ein bisschen schade finde an den Cutscenes, ist einfach, dass es kein... Ah, okay, ich kann das kaputt machen. Ich habe mich schon gewundert. Dass es keine Soundeffekte gibt. Es gibt nur Musik. Also sehr instrumental. So sehen Spiele von Nintendo und der Next Gen aus. Ja, das ist so. Die Wii U hätte auch solche Spiele theoretisch gesehen haben können. Ich meine, Mario Kart 8 ist so ein Spiel. Laden wir alle VODs herunter von Johnny? Oder von deinen eigenen Streams? Zack. Da ist einer von diesen roten Münzen, über die ich so viel gehört habe, ist hier was. Oh mein Gott, da ist ein gewisses Blättlein. Oh, das ist jetzt natürlich Shit. Du kannst nicht genau sehen, was du jetzt quasi bearbeiten kannst und was nicht. Aber ich gehe davon aus, das Spiel will, dass wir jetzt im Auto bleiben. Deshalb fahren wir jetzt einfach mit dem Auto eine Weile umher. Cutscene? Stimmt, das war in der Demo nicht drin, wenn ich mich richtig erinnere. Das Radio. Sicker Beat. Oh mein Gott, wie cool ist das? Es ist einfach Nier! Ach nee, warte, das ist wahrscheinlich einfach nur Japanisch. Entchen. Ich hatte gerade gedacht, das wäre eine erfundene Sprache. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur Japanisch. Willkommen, Flatter. Aber was mich halt wundert, ist, da unten ist diese fiktive Sprache. Deshalb dachte ich halt, das wäre so ein bisschen wie Nie. Das ist keine echte Sprache. Das ist einfach Nie. Ich liebe es. Und Cornel habe ich auch immer alles runtergeladen, als er noch streamte. Ja, irgendwie Cornel weiß ich auch nicht. Sind das die Geräusche, die Waddle Dees machen? Okay. Hier wird es Zeit, uns zu verlassen. Du bist ein tolles Auto gewesen. Aber interessant, die Demo hat einen ganz anderen Schritt genommen. Ey, ohne Mist, ich habe eigentlich Bock. Kann man bitte irgendjemand so eine Compilation machen von Szenen aus dem Spiel mit Nier-Musik? Das hätte einen richtigen Vibe. Das macht Tornleute, keine Ahnung. Er hat eine Zeit lang Shiny Starter gecharged und dann. Es war halt furchtbar langweilig. Gebe ich halt zu. Leute, einfach die nächste Cutscene. Oh, das kleine Viech. Ich will ein Plüschtier von dem. Warum ist der so goldig?
das nervig, ständig zu switchen. Ja gut, das ist ja schon wieder Gameplay hier. Ey, ihr! Weg mit euch! Bam! Was, was, was? Oh mein Gott, wie cool! Was, was? Wutz, 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 wutz! Jetzt Smash Bros. In 3D, wann? Wann kriegen wir Power Stones auf der Nintendo-Konsole? Ich will ein Plüschtier davon. Es gibt ein Plüschtier davon? Now I'm sad. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen in diesen Waddle-Dees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Sad Puyo. Das Green Guy wieder, stimmt. Hi. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig. Dein Name ist also Kirby. Ich bin Elf... Elf... Ich bin Elfilin. Elfilin? Elfilin? Ich bin Elfilin. Okay. Auf zur Weltkarte. Oh Gott. Hey Kirby! Hey Flutter, spielst du das Spiel mit mir? Kommst du vorbei jetzt? Jetzt sofort in dieser Sekunde? wir können jetzt zu zweit spielen. Das wäre cool. Vielleicht mache ich das irgendwann mal mit Stella. Aber nicht dieses Wochenende. Puh, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich springe gerne ein. Elfilin! Aber cool, Flutter. Das wäre halt eigentlich unser Game gewesen. Wenn du mal hier bist, spielen wir Kirby und das magische Garn. Wirkt so, als wäre es echt nicht der erste 3D-Ableger der Reihe. Das ist, wenn man Perfektionismus anstrebt. Die Naturebenen. In den urbanen Graslanden. Kommt gleich wieder eine Cutscene, weil irgendwie bin ich gerade so... Schließe den Abschnitt ab. Versteckte Waddle Dees. Beginnt jedes Level mit einer Cutscene? Wir wissen, wie schwer der Sprung zu 3D ist. Ich meine, Kirby hat sich Zeit gelassen. Wie viele Jahre? So 20 Jahre hat sich Kirby Zeit gelassen. Da kann man schon was erwarten. Cutscenes werden aber jetzt seltener. Okay. Aber interessant, dass du deine, dass du die VODs gerne uncut magst. Interessant. Ich frage nur, wie du... Stimmt, Kirby Air Ride hat existiert. Kirby Air Ride, da haben sie zumindest das Movement geübt. So, da ist ein Phasey. Eigentlich nur noch vor Bossen. Okay. Ja, dann musst du mir jetzt immer spoilern, wann ein Boss kommt. Muss ich so Blumen ausmachen? Ich meine, den Level kennen wir. Der war in der Demo. Weiß auch noch gar nicht, wie lange ich heute mache. Ich glaube, ich nehme mir vor, 2 Stunden Streams zu machen von diesem Spiel. Also nicht wundern, wenn wir vorzeitig aufhören. Wir das halt schon genießen, das Spiel. Außerdem kriegen wir dann noch andere Spiele unter. Okay, grüne Münze. Häschen muss sterben. Ihr gesagt, Häschen muss sterben. Gab es noch andere? Es gab, also Kirby 64 ist halt ein 2D-Game in 3D-Aufmachung. Kirby Blow Up Plus würde ich auch noch als 3D-Kirby sehen. Ich mag es, dass sie quasi Kirby genommen haben. Und gesagt haben, wir remaken jetzt den ersten Kirby-Teil. Habe ich da gerade versucht? Hä? Ich weiß, woran es liegt, aber es war gerade so Curse. Okay, ich fliege. Irgendwann kann man nicht mehr höher fliegen. Und dann, zack. Ah, okay, das geht doch einfach so, indem ich höher gehe. In Ordnung. Au. Gib mir den Kühlschrank. Gib mir den Kühlschrank. Gib mir den Kühlschrank. Sehr gut. Blood Blast war an sich ein Spin-Off, aber trotzdem nicht schlecht. Ich habe auch tatsächlich nur die Version gespielt, die in Triple Deluxe war. Beziehungsweise eigentlich war sie in
Robobot blendet, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Jeder Schuss ein Treffer. Ich sagte, jeder Schuss ein Treffer. Blöde Häschen. Was tun die denn mal dazu nicht? Gib mir den Ups. Dosenschuss. Münzlis. Tja, ich muss dich wohl aus verlassen, Automat. Dosi. Wo? Warte, kann ich das trinken? Money. Achso, trinken die. Und hier ist natürlich noch eine nette kleine Figur. Das Spiel spielt sich nicht von selbst, keine Angst. So, hier ist ein Weg nach unten. Kann man hier was zerstampfen? Kann ich irgendwie stampfen? So wie Z und A. In die Luft, was bist du denn für einer? Zack. Okay, weg ist das Vieh. Die Figuren haben ein Anti-Spoiler-System. Das ist super. Das kennt man nämlich. Man ist kurz vor Ende des Spiels und plötzlich zieht man die Figur vom Endboss. Man kennt's. Wobei Minish Cap schafft das auch. Also es gut zu machen, dass du quasi nicht... Du kannst nämlich erst die letzten beiden Figuren holen, nachdem du den Endboss gemacht hast. Allerdings, glaube ich, die Figuren vom fallenden Boss kannst du vor dem Boss haben, wenn ich mich richtig erinnere. Endboss-Figur kann man nicht einfach so bekommen, okay. Hello there, soll ich die Fähigkeit wechseln? A piercing cone. Muss ich an diesen dummen Trailer denken. Pony. Mein Pulönchen. Mein lieb... Oh Gott, mein liebes Pulönchen? Oh. Hui. Mach wie du denkst, okay. Bin jetzt eine Pylone. Aber wenn ich halt nicht wechseln muss, dann wechsle ich halt auch die Fähigkeit nicht. Braucht man irgendwann manchmal bestimmte Fähigkeiten, um voranzukommen? Konbi! Nein, das ist doch der VLC-Player. Moment, ich kann die Kamera bewegen. Das ist ungewohnt. Kürbis ist gesund. Was kann man zu Kirby sagen? Ich habe Kirby zum ersten Mal gesehen in Super Smash Bros. Melee. Dort war er der eine Charakter, der niedlich ist und der irgendwie nicht so schnell stirbt, wenn er rausgekickt wird, weil er halt liegen kann und so. Dann dachte ich mir, hey, ich spiele den und eigentlich ist der ganz nett. Ist noch eine rote Blume? Oh nein, habe ich schon eine rote Blume übersehen? Ich habe jetzt zwei. Scheiße. Das hätte ich mir eigentlich aus der Demo merken können. So eine rote Münze. Wenn du bestimmte Fähigkeiten brauchst, wird dir das Spiel schon dabei helfen, meistens. Bevor du das Rift am Incard bekommen dann die Just Chattings Fahrt. Im besten Sinne werden die nicht archiviert. Ja, gut, das stimmt. Just Chatting ist halt im Hier und Jetzt. Weil Just Chatting lebt ja auch davon, dass du quasi dabei bist und mitschnackst. Ups. Ich freue mich auch, dass du quasi in letzter Zeit häufiger dabei bist. Aktiv. Das finde ich cool. Aber da oben ist was drin, ich habe das gerade falsch kaputt gemacht. In Japan ist Kirby tatsächlich non-binary. Aber Amerika hat sich darauf geeinigt, dass es ein R ist. Eine kleine Figur! Kirby habe ich zum ersten Mal gesehen, als mir meine Oma für den Gameboy Kirby Pinball Land ausgeliehen hat. Ich habe Kirby Pinball Land aus irgendeinem Grund auf Japanisch. Ich mag es... Also, zur Erklärung. Ich habe das aus einem Thrift Store von so einer alten Dame gekauft mit einem Haufen anderer Gameboy-Spiele. Und es war einfach so... Wobei, so viel passiert, glaube ich, gerade jetzt nicht. Oh, wir können uns eine Fähigkeit aussuchen. Ja, dann wechsle ich. Ich glaube, letztes Mal habe ich die Bombe genommen. Wie, weißt du was? Bomben. Auf jeden Fall. Du bist halt besser der Streamer, der angenehm im Hintergrund laufen lassen kann. Oh, wie süß. Wobei, aktiv mag ich ein bisschen lieber, aber halt, es ist okay. So, ich kann ja nicht von jedem verlangen. Ich bin auch öfters am Lurken, vor allem, wenn ich nebenbei was mache. Ich höre gerne bei Leuten rein. Vor allem nach dem Stream bin ich dann meistens super schlecht und im Ultra-Lurk-Modus so.
Keine Ahnung, ich kenne halt beide Seiten. Ich versuche auch bei Leuten, wenn ich merke, dass nicht viel los ist, versuche ich dann auch immer aktiv zu werden. Naja, nicht immer wegen meiner Gesundheit, aber ich würde dabei sein. Ah, okay, ich hoffe, es geht dir. Scheint ja in letzter Zeit besser zu gehen. Gabi ist für mich ein R. Ist ja okay so. Was du gewohnt bist. Krieg keine Ultraschwertfähigkeit, oder? Tatsächlich war Blowout Blast eine starke Inspiration für das Neue. Ich habe auch das Gefühl von der Steuerung her. Ein Wannabe ist gerettet. Und ich hoffe, dass jetzt ein weiterer Abschnitt kommt und nicht das Ende, okay. Ja, das ist in der Tat einfach der Level aus der Demo. Wie sie bei der Demo das Lied weggemacht haben, hätte ich aber auch gemacht, ehrlich gesagt. Einfach weil das, sonst hätten das wieder Leute so auf YouTube hochgeladen. Und hätte sich keiner das Spiel gekauft und, oder, beziehungsweise, keine Ahnung. Ist halt kein Gameplay so. Warum mit 1 Million Cutscenes nerven, wenn man das Spiel spielen will? Mal schlechter, mal besser. Passt es nicht einfach, habe ich das Gefühl. Kenne ich mal tatsächlich noch einen. Der ist auch an sich ziemlich nett. Ah, drehen, drehen, drehen. Der ist an sich netter, aber manchmal macht die Gesundheit bei ihm nicht so mit. Oh nein, Schmetterlinge, ich rieche den Tod. Es gibt einen Rapper, der eine Katze hat und heißt Kirby und ist weiblich. Ich habe keine Ahnung, ich kenne Kirby. Kirby gibt es als Vorname. Kirby wurde ja benannt nach dem, Anwalt, der den Donkey Kong ver... Warum? Ah, okay, jetzt. Sehr schön. Alles gut. Der Stream ist ein bisschen cursed. So, wir wollten gerade, ich habe gesagt, ich kenne Kirby eher als Vorname. Aber der Anwalt, der Nintendo gegen den Stream, gegen die Universal verteidigt hat, heißt Kirby mit Nachnamen. Und danach wurde ja Kirby benannt. Ich bin wieder da. Ich habe heute aus irgendeinem Grund extreme Mikrofonprobleme, dass es mein Mikrofon immer ausgeht. Zum Glück noch nicht so häufig. Und ich habe mittlerweile auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich das relativ schnell beheben kann. Aber es führt ja dazu, dass ich einmal hinter meinem Computer greifen muss. Stirb! Gib mir diese Donuts. Sehr aktiv bin ich mal bei Tee sind Heizen. Die habe ich auch irgendwie gefressen. Und sich Spitzen drücken? Spitzen. Ich weiß nicht, was Spitzen drücken ist, aber ist okay. So, ich würde auch sagen, dass ich bei Johnny am aktivsten bin. Aber bei Johnny. Johnny zu gucken ist für mich auch ein Highlight der Woche. Von daher kann man das irgendwo verstehen, dass man sich dann die Zeit nimmt, aktiv einen Stream zu gucken. Das ist ein Unterschied, ob du einen Stream passiv schaust oder aktiv. Heizen, du bist schlecht in Isaac. Ich bin auch nicht gut in Isaac. Zweideutig denken. Ah, okay. So die. Oh, das ist das letzte Ding. Oder nicht das letzte, aber ich glaube, ich habe fast alle Blumen. Sowas nennt man Spitze. Ach, du meinst so ein bisschen anstacheln. Bitte sag mir, dass die letzte Blume oben ist. Sonst habe ich ein Problem. Autsch. Johnny ist der Bruder. Johnny ist der Beste. Ich sterb gleich. Nope. Au! Greif mal da rein. Ja, ich glaube, wir haben die letzte Blume verkackt. Mais ist gut. Ha, mich nach oben.
Ja, ich habe die letzte Blume verpasst. Schöne Scheiße. Die sind dann alle wieder zurückgesetzt, oder? Ja, ich habe da auch nicht alle Blumen gefunden. Das sah brutal aus. Weiß noch jemand, Barmut, weißt du noch, ab welchem Moment ich abgeschnitten wurde? Ich habe ja nur ungefähr zurückerzählt, wie weit ich mich erinnere. Oh, danke schön. Ah, verdammt, einer fehlt jetzt. Mais statt Reis. Nee, sorry. Jetzt müssen wir Quark machen, den Sarkasmus. Figurine. Kirby wurde in einer Kirby wurde in einen rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so anstellen kann. Auf ins Abenteuer! Ein Waddle Dee, der vom Bestienrudel gefangen gehalten wird. Und er ist nicht der Einzige, der auf Rettung wartet. Man kann die anderen Waddle Dees beinahe rufen hören. Wawa! Wawa! Lass mich raus! Lass mich raus! Warte mal, hörst du das auch? Das soll wirklich in der Nähe sein. So, ab jetzt kommen nur noch Level, die du nicht kennst. Okay, sehr gut. Wir sammeln erstmal für Any Percent. Ich weiß noch nicht, ob ich 100% mache. Aber Any Percent klingt gut. Ab durch den Tunnel. Tschüss, ab nach Hause. Oh, wie süß. 100% ist zu schwer. Das habe ich mir auch sagen lassen. So, ich kann jetzt die Figurensammlung öffnen. Ab durch den Tunnel. Okay. Kann Elfini eigentlich irgendwas? Elfini? Any Percent ist aber alles Relevante. Ja, eben, so meine ich das. Wenn ihr irgendeine interessante Sidequest kennt, ruhig Bescheid sagen. Dann kann ich das mal versuchen, dass wir alles Interessante mitnehmen. Das ist so in etwa so, Majora's Mask durchspielen, Kaffee Quest machen, alle Masken sammeln, aber nicht alle Herzteile. So nach dem Motto. Elfini schwebt nur rum und ist im Aqua-Mode. Du meinst useless? Oh, money. Stimmt, ihr könnt auch einen Sound abspielen, dass mein Ding kaputt ist, weil dann muss ich in den Chat schauen. Wir richten fürs nächste Mal so einen Sound ein, Mike is dead oder sowas. Stell ich mir lustig vor. Kann ich das aufheben? Für eine Sekunde dachte ich wirklich, ich kann es aufheben. Also, ich habe jetzt die Lampe in der Hand. Elfini ist weniger nervige Navi. Weißt du was? Feuer? Klingt doch gar nicht so schlecht. Und jetzt mache ich mir Licht, oder? Nicht ganz so wie erwartet. Oder habe ich jetzt... Ach, jetzt ist es erleuchtet, oder wie? Burn. Shit. Burn. Burn. Nochmal vollstopfen. Drehen, 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 drehen. Da ist ein Schalter drin. Dieser öffnet uns die Wand. Pudding. Hey, ist das etwa eine Karamellcreme? Die möchte ich doch glatt jemandem in Tomodachi Life geben. Eine Schatzkiste. Ich frage mich, wie der Kleine unsere Luft bekommen hat. Es ist zwar schwer, aber nicht unmöglich mit etwas Determination. Dö, 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 dö. Seht ihr diese Gegner auch als Kirby-Fakes an? Als so Attrappen, die ihn anlocken sollen auf eine... fast schon sexuelle Art. Die sehen einfach aus wie so die Kirbys. Und Kirby denkt sich nur so, hä? Was soll das, Quark? Oh shit, ich muss die ganze Zeit Quark sagen, ich hab's vergessen, Quark. Quark, Quark, es tut mir leid. Oh, ich kann rumdashen. Cool. Warte, bis du Fähigkeiten upgraden kannst, Quark. In letzter Zeit bin ich weniger Quark. Ih, was ist das für ein thicker Gordo?
Boah, das. Böse Zungen würden jetzt behaupten, den könnte man irgendwo hinstecken. Aber ich sag das nicht. Von mir doch nicht. Boah. Burn, baby, burn. Jetzt sind wir rechtlich in 100 vergessen. Quark, quark, quark. Quark, 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 quark. Quark, quark, quark. Quark, quark. Münze. Quark. Brennender Pilz. Ich wünschte, ich könnte in der Luft Feuer machen. Quark. Nein, oder? Quark, ich muss Lampen anzünden. Ich darf jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, Quark, und alle Laternen anzünden, die ich übersehen habe. Das Lied ist nicht schlecht. Quark. Ha, ich wusste es, Quark. Zwei Laternen sind an, Quark. Und so viel scheint hier nicht mehr zu sein. Ah, hier haben wir angefangen, okay. Quark. Ich überlege glatt, für den Sommer meinen Charakter zu ändern. Oh, da muss ich auch noch irgendwie rein. Wie konnte ich denn das übersehen? Ich darf nicht so blindlings durch alles durchrennen. Aber man muss schon sagen, das Spiel ist trotzdem immer noch linear. Ich meine eher den Fakt, dass ich meinen Hoodie nicht trage, wenn ich Sommer, wenn ich Winter ist, weil das viel zu heiß wäre. Dann überlege ich halt mir jetzt quasi diese Froschzöpfe in mein Design reinzupacken, dass ich quasi den Charakter, den ihr auf den Thumbnails seht, und immer an den Anfang den Streams, dass ich den quasi austausche durch eine Sommerversion, wo ich Zepter habe und ein anderes Outfit trage. Oh Gott, das war knapp. So, das ist Lampe Nummer 3. Es ist quasi 3D World und es gibt. Ja, es ist präzise 3D World, wenn man es genau nimmt. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. Wir laufen lineare Level in 3D ab und zwischendurch gibt es kleine Mini-Objectives. Ja, bei Kirby sind die etwas komplexer als, sage ich mal, bei Mario. Aber dennoch, es sind immer noch so Sachen, die du halt... Du musst immer von vorne spielen. Ja, also es ist weniger blockartig. Es fühlt sich real an. Sagen wir es mal so. Organisch ist das Wort, was ich suche. Das Spiel setzt sehr auf Erkunden, wenn du alle Waddle-Dees finden willst. Ja, zum Beispiel, das Spiel hat auch keinen Timer. So, von daher, das ist, da sterbe ich, oder? Muss ich ausprobieren. Okay, jetzt weiß ich's. Spoosh. Hier, diese Dinger. Die sind so, ha, Kirby, ich bin so süß. Kirby, Kirby, komm. Kirby. Ich denke mir nur so, du bist seltsam. Verschwinde. Kirby ist einfach nicht... Kirby kann das nicht verarbeiten, was dieses Objekt ihm da suggesten will. Kirby. Run. Ah! Drin. Ich tauche ab. Und du auch, Tashi. Viel Spaß bei was auch immer du machst. Weiterer Waddle-Dee. Zack. 3 von 4, bin ich schon mal gut. Der letzte wäre ja theoretisch gesehen gleich, wenn ich die vierte Lampe finde, die ich wahrscheinlich schon verpasst habe. Die war bestimmt in den Raum davor. Ja, zurück kann ich nicht mehr. Schon wieder eine vergessen. Würde mich halt nicht wundern. Es war kein Cosi, oder? Oder war es ein Riesen-Cosi? Ich kann eine Tretleiter sein? Falscher Knopf. Nein! Ich bin eine Leiter. Ich wollte schon immer eine Leiter sein. Das ist mein Lebenstraum. Kann ich jetzt bitte die Feuchtfähigkeit wieder haben? Danke. Ja, man stirbt nicht, wenn man runterfällt. Das ist eine Neuerung. Ja, da das Spiel kein Lebenssystem hat, macht das auch Sinn. Oh ja, bis die andere Treppe. Mm. Oh, nevermind. Oh! Das war auch eine Option.
Ich frage mich, ob ich das einreißen kann. Gute Idee. Und hier hoch muss ich wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt schade, dass ich hier nicht hoch muss. Und meine Freunde ist... meine Freunde, ist, was man bekommt, wenn sich die Entwickler Zeit lassen. Absolut. Wiggle, 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 woo. Einmal bitte ausspucken. Eine lustige Taschenfigur. Chili Dogs. Wieso will ich immer mit Y den Vollstopfmodus aktivieren? Kann man das remappen? Ich bin schon okay mit... Oh mein Gott, warum ist da ein kleiner durchgeschnittener Kirby? Wer macht denn sowas? Ich werde dieses Graffiti entfernen. Auch wenn ich es einigermaßen kunstvoll finde. Vandalismus wird hier nicht geduldet! Wo ist der Waddle-Dee? Man kann ein Profil auswählen. Hat 2 Monate nach Release noch keinen Patch, das ist super. Hier kann ich die Feuerfähigkeit bekommen. So funktioniert das, wenn ich das hier abstelle. Wieso gibt mir die Musik auch gerade ein bisschen Kingdom Hearts Vibes? Ich bin im Lurk. Ich mag es, dass man bei Kirby Games immer so süß sich in der Kanone verstecken kann. Ein weiterer versteckter Waddle-Dee. Münzis. Rote Münzen. Eine Leiter, die nach unten führt. Mhm. Oh, das ist der Weg, wie wir ihn nehmen sollen. Gut zu wissen. Sehr technisch hier. Chili Dogs. Und hier ist der Endboss. Ist das ein großer Endboss oder nur so ein kleiner? Ah, oh, Brathähnchen im Gras. Mein Leibgericht. Jo, das Feuer verbrennt richtig. Also das Gras verbrennt richtig. Ein kleiner Boss. Also keine gute Katze. Schaut euch, wie das Gras verbrennt. Oh ja. Warum ist Feuer so cool? Ich werde alles in Schutt und Asche legen. Oh, eine Schatzkiste. Brathähnchen durch Feuer. Warte, hier ist ja gar kein Miniboss. Feuer ist nicht cool, es ist heiß. Oh. Stell dich ein Pokémon vor mit dem Maß an Detail. Ich habe wieder einen nicht bekommen. Stattdessen bekommen wir die Kanonor. Und außerdem den Pine Cone. Nee, warte, den Traffic Cone. Das ist nicht das gleiche. Und Shade Knight. Oder Sharp Knight? Eis ist heiß. Eis ist nice. Ich hatte vorhin Meloneneis. Kugelsteinstraße. Tschüssi, Waddle Dees. Die Straße der Schätze. Sollen wir da lang gehen? Ab dahin. Das sieht so interessant aus. In der vorletzten Welt des Spiels muss ich dir ein Secret zeigen, aber das hat Zeit. Okay. Gefrorenes Wasser ist trotzdem 173 Kelvin heiß. Ich glaube, das stimmt sogar. Triple Strike Schalter im Visier, was? Achso, das ist so eine Challenge. Also ich weiß, was ein Kelvin ist. Sagen wir es mal so. Oh Gott. No, 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 no. Ja, ja. Ah, okay, so funktioniert das.
Oh, das ist clever. Oh, sehr gut. Das ist ein Zap-Game. Bisher macht sie das ziemlich gut. Das ist alles, was ich haben will, oder? Krieg ich jetzt einen S-Rang? Wie ein Boni aus Ocarina of Time. Nein, oder? Jetzt muss ich das nochmal machen. Kriegen 4 Sekunden. Was ist das denn? Das war früher die Drum Dash war. Das heißt, ich kriege jedes Mal eine andere Challenge. Ich kenne das eher als diese Räume in der Lore. Also nicht in der Lore, sondern in der Sternenkreuzer-Lore. For fuck's sake, roll doch das Ding da runter. Ich will neu starten. Das wird jetzt so ein Stream. S-Rang ist nicht relevant, okay. Trotzdem, mich ärgert das gerade runter ist nicht gerade. Wieso trifft er auf der Seite nicht? Wieso trifft er auf der Seite nicht? Also, hier runter. Hier runter. Sieht doch gut aus. Wieso trifft er nicht? Ich will nicht mehr. Ich habe eh schon verloren. Ich hätte ihn nicht besiegen müssen, oder? Ey, das ist doch eine Beleidigung. Einfach schlechter als beim ersten Mal. Mehr Glück als Verstand, ich gehe woanders hin. Den Scheiß habe ich keine Lust. So Bestzeiten sind okay. Ich mag sie nur nicht sonderlich. Eigentlich sind sie nicht relevant. Aber ich dachte, ich hole mir mal eben schnell den Rekord, aber so wird es halt nichts. In diesem Level ist der erste Hallraum, na super. Hallo? Ist hier irgendwo ein Mond? Jetzt out of bound glitschen. Oh, auf dem Stein, auf dem Stein. Und jetzt hier ein bisschen rumsliden. Hey Sleepy, willkommen. Ein rumsliden. Und irgendwann sind wir dann im Hellraum. Room. Wir spielen gerade ein bisschen Kirby, weil ich das gerade frisch bekommen habe. In der Post. Eigentlich 2 Monate zu spät. Aber hey, ich freue mich auf das Spiel. Wie war dein Wochenende bisher? In 2 Wochen ist er wieder Respawn. Edding geht nicht ab. Ein kleiner Sinus. Das ist ein großer Sonic. Können die runterfallen? Sterbe ich hier? Nö. Okay. Ich muss alles absuchen. Das hat mich herausgefordert. Okay. Ah, ich habe vergessen, dass sowas existiert. Feuer frei. 1, 2, Gun. Headshot. Sonic the Hedgehog. Au. Den Kritz ist auf den Kopf gefallen. Puff. Upgrade dazwischen sind mega. Kriegt eine mehrfach Schrotflinte oder was? Der Hallroom ist nicht versteckt, das ist der Sinn als Hallrooms. I will firing my laser.
Alle Hallräume sind fies. Wenn wir Hallräume sagen, was heißt Hallräume? Wie cool, ich kann sogar hochschießen. Ich habe halt Angst, dadurch, dass du jetzt was gesagt hast, gehe ich davon aus, dass der Hallraum gar nicht in der Nähe ist. Oh mein Gott, ich hab ne Theorie. Ich habe eine eklige Theorie. Okay. Oh, hätte ja klappen können. Warte. Ist noch nicht vorbei. So. Also ich kann da definitiv nicht rein. Headshot. Nein, mein Hut. Zusch. You don't know how that works, but hey, lasers. Bonk. Shit. Jetzt muss ich einen Timer machen, oder? Oh, no, no. Hallo, kleiner Waddle, ich hab dich gerettet. Und Elfinim ist auch plötzlich hier. Ah, da. Muss ich hier runter? Kann ich da festhalten? Kann ich hier rechts rum? Nö. So, jetzt würde ich sagen, einmal hier rumschweben. Und jetzt müsste ich hoch genug sein, um technisch gesehen darauf zu kommen. Dann versuchen wir es. Oh, das ist in der Tat unmöglich. Dann werde ich diesen Block jetzt kaputt machen. Gun. Jetzt ist der Kirby has a gun. Puff. Ich mag die Fähigkeit jetzt schon. Sie ist so untypisch. Und ich gehe davon aus, Mana hat das Spiel auch gespielt. So, hier glitzert was. Dann sind hier ein paar Münzen und die können mich bestimmt ins Paradies. Nö, keine Switch. Das ist schade. Aber klar, also mittlerweile, also manchmal bin ich auch kein Fan der Switch, sagen wir es mal so. Das hängt irgendwie von der Tagesform ab. Aktuell finde ich die Switch wieder ganz nett. Beziehungsweise ich finde dieses Spiel nett. Eine weitere lustige kleine Figur. So, hier waren wir gerade. Wer macht sich die Mühe, die ganzen Felsen rund zu machen? Das ergibt gar keinen Sinn. Und Trade. Das genaue Datum von Respawn. Es ist nächste Woche Samstag. Also nächstes Wochenende. Nicht dieses Wochenende, also quasi in einer Woche Samstag. Wenn ich gucke auf die Webseite. So, hier Shooting Gallery. Gott, ich treff nicht. Krieg ich Zielhilfe oder was? Okay, das war easy. Makaron und eine Kiste. Da ist ein Model die drin. 14. Ja, 14. Müsste es sein. Wenn ich gucke auf die Webseite, da stehen die ganzen Termine. Schau quasi. Und ich habe quasi keine Must-Have-Spiele auf der Switch. Da ist es zu teuer für mal schauen. Ah, okay. Aber es ist doch nett, dass du ab und zu mal reinschaust. Zur Not gibt es Optionen für Leute wie dich. Hust, hust. Milky.
Ist Snacks von Baumstumpf. Okay, Baumstumpf. Haben wir einen Baumstumpf übersehen? Deshalb enjoy Streams. Ah, okay. Ah, hier muss irgendwo der Stein sein. Hier. Sterbe ich, wenn ich hier... Für die Wissenschaft! Ha, Idioten! Ich bin hier noch nicht fertig. So, wir feiern den Tag. Oh, das ist super. Dann freue ich mich, dich zu sehen. Da kriege ich dann extra Lust, wieder hinzugehen. Ich meine, Lust habe ich so oder so. Aber trotzdem, ich sag, wann der Raum kommt. Ja, aber ich versuche trotzdem, alles so sauber wie möglich abzugehen. Zumindest in dem Level. Damit ich endlich mal diese Special Quest kriege. Jetzt hast du einen Waddle Dee gekillt. Was? Wieso habe ich das? War der da drin oder wie? Hätte wahrscheinlich schnell sein müssen. Ach man, dieses Spiel ist doof. Wenn du nicht weißt, was du machen musst. Ich dachte, da drin geht's weiter. Hä, das ist einfach der Tod, wie dumm. Kann ich einen Checkpoint laden? Hm. Ey, das ist so dämlich. Außerdem, oh, das war richtig dämlich. Hey, Moment, ich kann den Checkpoint laden. Lass mich raten, sie lassen mich die ganze Stage wiederholen. Gesundheit, ey, fick dich doch, Entwickler, ey. Ob ihr mich hier wieder rauslasst. Mir egal. Ich will einfach nur, ich will Sachen nicht verpassen. Das war komplett meine Schuld. Aber danke für den Bonk. So, wenn jetzt, wenn ich hier vorbeidüse, kommt irgendwann der Haarraum. Toronto Bird. Und was ist, wenn ich das Auto da abstelle und als Plattform benutze? Ach so, ja, das geht ja nicht. Oh, Auto put. Nicht komplett auf Gimmick, aber man hat das Gefühl, dass sie halt sich größtenteils über ihr Gimmick finanziert. Dieses Gimmick nennt sich, man kann Spiel X unterwegs spielen. Und das ist praktisch, in der Tat. Der 3DS ist an sich super. Er ist halt nur die Auflösung und so. Das war zu einfach so, die meisten haben Switch eh im TV-Modus. Die wenigsten Sachen. Achso, ja, die Games sind okay. Die Games sind größtenteils unberührt. Von dem ganzen Zeug. Da ist was drin. Da will ich rein. Und wo sind Baumstümpfe? Ich brauche Baumstümpfe. Aua. Da waren doch sicher gerade Baumstümpfe. Oh shit. Kirby is a car. Oh, wie soll das nicht funktionieren?
Wäre einfach eine komplette Basic-Konsole. Ja, die Switch ist genau das. Kann ich jetzt mal bitte darüber? Ah, ich muss auch springen. Okay. Tut mir leid, ich hatte vergessen, dass Auto springen kann. Ja, der Water D ist weg. Oh, wie cool, Bücher. Ah, hast du jetzt keine Netflix auf der Konsole? Netflix hat... Also, es gibt kein Netflix auf der Switch. Ich habe nicht mal einen Netflix-Account, so. Ich kann damit eh nichts anfangen. Kommst du da durch? Ah, anscheinend ja nicht. Hilfe, was geht ab? Was war das gerade? Ich hab den Haarraum verpasst. Der Haarraum da hinten. Der Haarraum ist da hinten. Was noch nicht? Hier ist der Haarraum, der ist da hinten. Ich weiß nur nicht, wie ich da rankomme. Ich habe schon wieder einen fucking Baumstumpf verpasst. Du brauchst den Deckel. Ja, dachte ich mir schon. Den habe ich natürlich nicht mehr. Weil der am Anfang des Levels ist. Weil ich mich umbringen musste. Weil ich einen Sequels verpasst habe. Muss kochen gehen. Viel Spaß beim Kochen. Was gibt's Feines? Hüpf auf den Baum rechts in der Ecke am Ziel. Da krieg ich einen Forscher? Aber wo ist der Baumstamm, den ich suche? Wieso habe ich schon wieder einen zu wenig? Ah, okay. Zuerst mal sichten, in Ordnung. Oh, okay, ich sehe. Das habe ich echt übersehen. Melonen. Ich kann da nicht rüber. Jetzt hat man es gehört, aber es ist nicht gespawnt. Okidoki. Sneaky, sneaky. Und dann wollen wir mal. Ah, warte, jetzt kann ich vom Baum aus. Hinten links ist eine Zielscheibe. Da ist so ein kleiner Roboter, den will ich abschießen. Oh mein Gott, wie sneaky ist das denn? Das ist so hardcore. Oh mein Gott, wie cool. Ich will hier bloß nicht, you know. Ganz schön weit weg. Hallo, ich bin hier drüben. Aber zeichnet sich ein Hellraum nicht aus, dass da Hell irgendwo steht? Gott, solche Secrets sind so cool. Slider, wee! Ah, da ist ein Baumstumpf. Oha, man muss den Baumstumpf tatsächlich... Oh! Wieso kriege ich hier nichts zu essen? Es ist ein Star Allies. Ich glaube, ich will Ice Kirby sein.
Oh, da ist noch was, da ist noch was. Da ist der Baumstumpf. Und es zählt nicht, weil das nicht im Level ist. Zerstör das mal. Kapseln. Eine seltene Kapsel wahrscheinlich sogar. Eine große blaue Münze. Und ein schlafender Dödel. Und noch eine Kapsel. Haha, I freeze frogs. Tod. Die Musik ist nicht schlecht. Und ich Melone. Und der dreifache Axel. I get the reference. Her mit den Waddledees. Und ich mache mir mal eben schnell Licht an. Fahre ohne in den Abgrund zu stürzen. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Stattdessen neue Figuren, ein komisches Stierchen, ein Rabbelfell. Achtung, Rabbelfell im Anmarsch. Stürmt er auf dich zu. Siehst du mit schwachen Angriffen alt gegen ihn aus. Nur gut, dass er das Bremsen nicht so drauf hat. Mit etwas Geschick kannst du ihn ja vielleicht in der Nähe einer Klippe locken. Keine Sorge, so ein Sturz übersteht ein zäher Brocken wie er bestimmt. Auto. Und Cleffy. Diese in der neuen Welt weit verbreitete Bestie ist zwar putzig, aber mindestens genauso gefährlich. Bevor sie sich auf ihr Opfer stürzt, kündigt sie das durch Knurren an oder entführt ihn mit Artgenossen hin und wieder ein paar Waddledees. Knuffig und knuffig gesellt sich gern. Ha, von wem? Bouncy! Oh, ich sehe, was als nächstes kommt. Erstens. Stimmt, das Einkaufszentrum fehlt noch. Ich hoffe, das kommt jetzt. Und ein weiterer Time Rift. Und noch ein Time Rift. Was bringen diese Sterne eigentlich? Feuerschatz. Oh, laut und feurig. Versuchen wir es. Okay, das war easy. Sterne sind Upgrade-Punkte. Oh. Okay, das war easy. Zum Glück. Hier muss das Zeitlimit gnädig sein. Weil wegen Dings und so. Fuck. Fuck. Oh Gott. No, 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 no. Ran an die Leiter mit dir. Okay. Puh, das war knapp. Nicht ganz so glanzvoll, aber... Ah, das war schon. Doch, das sollte doch... Das sollte doch die Bestzeit sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Sowas geht runter wie Öl. Wie viele Welten hat das Spiel nochmal? 6 oder so? Dann würde ich sagen, machen wir die erste Welt. Entdeckerschatz 2. Jetzt dürfen wir ballern. Und um das zu schaffen, muss ich nur quasi die Hauptzeit einhalten, okay. Also sprich 6 Minuten. Shooting Gallery. Zack, einmal hier unten, einmal hier oben. Oh mein Gott, das war gut gemacht. Das war richtig gut gemacht.
Nein! Das war ein bisschen ungut, aber in Ordnung. Doch, die Challenge ist cool. So, hier lasse ich natürlich ein bisschen bluten in dem Raum. Aber ist okay. Wir werden es schaffen. Da ist das Ziel. Einmal alles wegrollen. Und einfach ins Ziel. Eine Welt auf einmal ist eine gute Zeit. In Ordnung. Hey, sogar die Zeit eingehalten. Echt, nur die erste Challenge kriege ich nicht auf die Reihe. Ganz komisch. Pain. Die Sache ist die, wenn wir die erste Welt durch haben, können wir ja anfangen, die Sachen nachzuholen, die ich verpasst habe, um die Zeit aufzufüllen. Von daher eigentlich gar nicht so schlecht. Und ihr könnt mir dann gerne auch helfen. Oh cool, ich habe die Eisfähigkeit wieder. Das Level finde ich auch cool. Ich mag die Location so, die Musik hier. Man kann sogar ein Kleffi von Anfang an ins Level bis zu einem bestimmten Punkt folgen. Gibt es in dem Level zufällig eine Cutscene? Redest du etwa von diesem Kleffi? Look at them go! Psst. He doesn't notice us! Du musst ihn beschützen. Nein! Keine Escort-Mission. Es gibt keine Cutscene. Wer kann diesem kleinen Gegner Schaden machen? Jetzt habe ich Angst, ich will meinen kleinen Freund beschützen. Oh no, 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 pass auf die Knochen! Wird er gescrollt, wenn ich nicht aufpasse? Das sieht gefährlich aus. Du bist gefährlich! Du bist gefährlich! Nein! Oh Gott! Jetzt macht er mich nervös mit der Mission. Aber der ist goldig, der Kleine. Ist was zu essen? Hey! Wie wär's mit einem Date? Nur du und ich und dieser Donut. Ich bezahle. Das ist keine Mission im Level. Den zu beschützen oder wie? Oh shit, hat jemand Zuckerstock gesagt? Aber das ist trotzdem süß. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss ihn beschützen. Stirbt er jetzt? Ich habe Angst, dass er in die Luft gejagt wird, ich schwöre. Mach nicht diesen, mach nicht diesen! Okay, er ist unbesiegbar. Habe ich ihn jetzt getötet? Okay, ich habe ihn getötet. He can walk. Er hat mir ein Secret gezeigt. Schöne Scheiße. Oh, was ist das? Aha. Aber niedlich. Hier ist noch gelb. Ich bin jetzt sehr viel weniger nauseous. Oder ich bin nicht mehr nervös. Sagen wir es mal so. Aufgeregt. Stattdessen friere ich kleine Clowns ein. Donut Date! Yes! Oh, was ist denn mit dir los, mein Kleiner? Du siehst ja aus, als würdest du feststecken.
Der erste von vier Wannadies. Ich glaube, dann sind wir gut dabei. Dann können wir weitergehen. Gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die ich achten muss? Wobei, das können wir dann beim zweiten Durchlauf machen. Ey, wenn Kirby sich jetzt gleich hinsetzt, wenn ich jetzt nichts mache auf diesen netten kleinen Polstern, komm schon, dann ist das so das beste Secret ever. Das ist wie Mario Odyssey, sitzt auf einer Bank. Ja, der war schon knuffig. Wer hat diese Schränke? Ich bin das Schließfach. Oh, Kleber! Noch mehr? Weiter? Ich bin Berge. Ah, okay, ich sehe. Das ist wie bei Kirby Planet Robobot. Escalator Land! Wo sind die Attraktionen? Das ist die Attraktion! Vor der Burgerbude. Bist du der Typ, der die Burger heiß macht? Die Antwort lautet ja. Chill mal eine Runde. Handtaschen, Schuhe. Ey, das ist mein Platz. Also, sind sie öfter hier? Mehr Burger für den Paradies. Und hier ist ein weiterer versteckter Bodendie. Dankeschön dafür. Oh, mehr Burgers. Warum seid ihr nicht böse? Und warum merkt man, dass ich Joy-Con Drift habe? Warte. Boah, viel Effekt. Ich mag diesen Fußkick, der ist cool. Der ist irgendwie noch stylischer als in den vorherigen Spielen. Außerdem hat er... Achso, wegen dem Schild. Oh. Ich wusste es. Hier sind noch Boxen. Weil ich habe bisher noch keine von diesen Sachen gefunden, wo es hieß, mache das irgendwie fünfmal. Oh yeah. Hola. Alle, hopp! Hui! Oh, wo gehst du denn hin, mein Kleiner? Lass mich raten, die laufen im Kreis. Ist das hier die Schlange vom Klo? Die gehen in die Food Corner. Ich komme auch mit. Oh, das ist schade. Hier kriege ich eine Stachelkugel. Dann nehme ich die einfach mal mit. Hm. Ich kann rollern. Ui, ui, ui. Das ist ein dicker Dr. Eisberg. Pizzen in den Po. 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 Ja. Ich mag diesen Teppich. Er erinnert mich an meine Kindheit. Pieksen in den Po. Pieksen in den Po. Pieksen in den Po. Er hatte sogar schon so ein Flippen. Gott, warum sieht der so unglaublich wild aus? Ich habe das Gefühl, alle Charaktere, die hier landen, die werden unnötig wild. Okay, weißt du was? Es reicht mir. Ach nee, das funktioniert ja so nicht. Und Eispower. Im
Im Deutschen ist er ein Doktor. Ach so, Dr. Eisbär. Haben wir doch schon erklärt, dass er Dr. Eggman ist. Ich habe das Bild schon mal gezeigt. Ich habe das bestimmt noch irgendwo. Ha. Eis. Spiegelei. Hätte ich da hochgemusst. Diese komischen Bienchen, die rumrollern. Du machst dein Ding, ich töte dich. Was ist in dieser Box? Kann ich noch mehr haben? Kann ich da hoch? Ha, wie schade, dass man nicht so hoch fliegen kann. Pässe auf den Mond? Ja. Obwohl, es ist der klassische Dr. Eisbär. Der Widersacher von Stachel-Kirby. Nee, von Rad-Kirby. Sind das da hinten meine PS5s, die ich bestellt habe? Sieht eher aus wie eine Kamera, wenn ich ehrlich bin. Box. Muss alle boxen. Nein, lass mich raten, ich muss alles essen, oder? Der arme Dude da unten. Und tschüss. Ha, ich hab den Schneemann eingefroren. Daraus trinken wir erstmal ein. Könnte man bestellte Kämsen brennen. Das erklärt, warum die immer noch nicht hier ist. Schande, Schande. Und machen nichts außer Schilden. Huda! Da ist ein Knopf und den drücke ich jetzt und dann öffnet sich da unten die Tür. Nein, Waddle Dee, hinten. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich dachte gerade, er schmeißt in den Abgrund. Oha, wo kommt die Kamera her, dass sie so lange braucht? Donut. Nein, oder ich muss Donuts essen. Ich hoffe, ich habe noch nicht alle Donuts erledigt. Die Musik ist echt gut. Sie geht ins Ohr. Wir haben noch Zeit für Donuts. Ich werde einfach alles Schild einfrieren. Hey du. Kanickel. Du bist eingefroren. Ich habe gesagt, du bist eingefroren. Hallo, sind hier irgendwelche Donuts? Diesen Bildschirm könnten wir Glurak mitbringen. Hallo? Jemand am Telefon? Joink! Kick die Cola-Dose. Und fallen. Oh, das ist ein Geheimgang. Oh, was ist hier hinter? Nein, hier ist Patrick. Oh, beim Kuchen links. Kirby kann sich nicht bewegen. Beim Kuchen links. Gut zu wissen. Eis. Bei Kuchen und Eis. Oh, das ist gewieft. Außer dem Spiegel. Sind Donut drin. Hier ist eine kleine Kapsel. Dieses Level macht super viel Spaß. Ist das eine Autobatterie? Sah halt echt aus wie eine große Batterie. Kleine Ordner. Uff. Klappstühle. Braucht jemand einen Klappstuhl? Räumt doch euren Müll weg. Gut kombiniert, Watson. Da sind Steckdosen. Also, zwischen Kuchen und Eis durch. Sehen Sie irgendwelche Donuts, dann schreien Sie Donuts. Schicken Sie jetzt eine SMS mit Donuts an die 54547 und haben Sie die Chance auf... Keine Ahnung. Wer verschickt heutzutage noch SMS?
Diener. Mit 5 und 4, 7 Donuts. Oh, ich will, eigentlich will ich hier chillen. Jetzt habe ich gewonnen. Ein Date mit Kirby. Aber er ist das ganze Essen. Seht ihr? Er ist das Essen und du musst bezahlen. Ich höre hier einen Waddle-Dee. Oh, das ist ein Sinn. Aber holy shit, ist das Spiel charming. Ja, bis jetzt schon. Oh, wäre das interessant, wenn das Spiel sagt, hey, du darfst keine Zivilisten verletzen. Donut! Wetten, mir fehlt am Ende wieder einer. Ich dachte, man gewinnt Donuts. Donuts. Beim zweiten Mal habe ich das Ticket mit dem Kuchen es echt verteilt. Ich habe die falsche Abzeichnung genommen. Oh, das wirkt ein bisschen wie so ein Kino hier. Man könnte es auch so machen, dass es wie Bus Sonic 2D fährt. Oh, das kam unerwartet. Das ist das Ende. Kein Donut, es sei denn... Donut! Die Musik, wenn SpongeBob das Laubgebläse. Hier mit dem. Wenn er in der Folge mit dem Laubgebläse. You. Und da kommt die Musik. Ich brauch diesen Donut. Will ich damit nur sagen. Oh, Leiter. Das war einfach. Donut, nach intergalaktischem Gesetz sind sie hiermit verhaftet. Er kommt ins Gefängnis in meinem Magen. Du könntest so machen, dass es wie Boost Sonic 2D wäre. Wäre bis vor 2 Jahren anders gewesen. Meinst du die Assets von dem Spiel oder wie? Ich habe alle Waddle Dees! Wie habe ich denn das gemacht? Gun Kirby. Dieser Scharfschütze greift nicht nach den Sternen. Er verschießt sie lieber. Halte den Knopf zum Ziehen und Aufladen der Schüsse gedrückt. Je länger, umso größer die Sterne. Ramse. Schade, dass die bekannten Gegner gar keine Beschreibung haben. Wer auch das Spiel gut finde, wäre vor 2 Jahren anders gewesen. Dass ich das Spiel gut finde. Ach so. Hier ist unser Boss. Wir brauchen 17 Waddle Dees. Greift das Tor an! Ja, zerkloppt es! Oh mein Gott, wie niedlich! Müssen wir ins Waddle Dee Dorf gehen? Der Rangel im Center. Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Und noch eine Challenge. Der Eisschatz. Oh, das mache ich doch locker. Wow, ich kann lila sein? Oder ist das farbtechnisch gerade scheiße gelöst? Weil es wäre ehrlich gesagt cool, wenn es wieder verschiedene Farben für Kirby gäbe. Okay, jetzt sehe ich's. Okay. Muss ich alles töten? Okay, anscheinend schon.
Ich weiß, was da gerade passiert ist. Es ist nichts Beunruhigendes. Auf der Karte kannst du übrigens auch Secret Challenges finden pro Welt 2. Du musst mit dem Warpscheibe die jeweilige Welt fliegen und an einer aufregenden Stelle A drücken. Also wie bei 3D World. Hat man das Poltern gerade gehört? Der Eisschatz. Time Rift detected. Ich habe nichts gehört. Okay, dann ist gut. Oh nein, ich muss der Coney sein. Wem ist gerade das? Die Halterung von meinen Küchenwerkzeugen ist von der Wand gefallen. Und es hat sehr laut gepoltert, weil die ganzen Sachen runtergefallen sind. Coney! Nicht festhängen. Einfach nur durchrushen. Oh nein. Habe ich da Wasserrohrbruch gehört? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wasserrohrbrüche nicht leiden kann? Shit, nur 30 Sekunden. Ich will schneller, fuck. Ja, das wird nichts. Wenigstens Ziel. Komm auf Coney Island. Ah, da kriege ich doch hin. Aber ich krieg nur Geld dafür, von daher ist okay. Kegelstopfer, Schatz. Willkommen bei, wir fliegen die ganze Welt ab und drücken überall A. Waddle Dee Dorf. Natürlich. Oder Waddle Dee Stadt, wir müssen abgucken, wie sie sich wandelt. Oh Gott, das sieht ja ganz schön scheiße aus hier. Oh, wie niedlich. Die Waddle Dees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Und das ist das Kino. Ich will auf Kali Island. Moggy-Fans verstehen mich. Ich weiß nicht, ist Kali nicht dieser komische Junge von Sandmännchen? Nee, mehr Spieler will ich jetzt nicht spielen. Kann ich mit dir reden? Falls wir gemeinsam mit einem zweiten Spieler spielen möchtest, kannst du jederzeit über das Pausenmenü herbeirufen. Ich wünschte, ich könnte es. Ach, Rainer Kalmon. Ich verstehe die Referenz nicht mehr. Amiibo? Das ist ein Secret. Jo! Ich hab ihn erschossen! Ich werde es normal machen. Warum sind die so niedlich? Wie würde es bei dir aussehen, wenn alles kurz und klein gehauen wurde mit Arbeitskräften? Stell dir vor, eine Waddle Dee und drück auf dem Schalter. Ich kann mich hinsetzen! Ey, ich wusste, es gibt Küssen in dem Spiel. Wusste irgendjemand außer Gecko, dass das geht? Ich bin gerade so glücklich. Danke dafür. Ach so, das war gar nicht Gecko, der es geschrieben hat, sondern Flutter.
Keine Ahnung, wieso ich das gerade als Gecko gelesen habe. Wahrscheinlich, weil ihr beide blau seid, aber eigentlich ist Gecko hellblau. Das ist echt niedlich. Schade, dass wir noch nichts anfangen können hier. Deshalb suchen wir nach dem zweiten Secret. Das könnte sich nämlich hier eignen. Wie wäre es denn mit hier? Das sieht sehr auffällig aus. Time Rift detected. Automatenwerfer Action. Kriegen wir einen Flatter, kann man noch verwechseln, ich weiß. Nee, eigentlich nicht. Ah, wir müssen auf unsere Munition achten. Achso, wir haben 999. Ist okay. Okay, das war dumm. Nochmal von vorne. Ah, something about Turbo and the Forgotten Land. Und dann ist es einfach nur, wie Kerbo die ganze Zeit mit der Gun rumballert. Au. Oh. Ah, dann wäre auch ein Knopf gewesen. Scheiße. Das konnte ich doch nicht sehen. Jo, der Trickshot. Ja, war eigentlich nicht so schlimm, weil ich muss ja eh hier lang. Von daher... Deal. Wäre es eventuell sinnvoller gewesen, den Coney abzuwerfen? Sogar die Bestzeit geholt. Nicht schlecht. Automatenstopper, Schatz. So, dann würde ich sagen, es ist Zeit für den Boss. Boss oder erst Stages wiederholen? Im wilden Modus geschafft. Okay, suchen wir jetzt die fucking roten Tulpen, okay? Wir versuchen das so schnell wie möglich abzuhandeln. Schreit, wenn ihr eine rote Blume seht. So, dort ist die erste. Weißt du aber irgendwo, wer die sind? Peng, peng, peng. Peng, peng, balla, balla. Oh, Kuchen der Sünde, du bist... Was ist das? Okay, dann hätte sich das geklärt. Einfach nur noch weiterrennen. Im Speedrun. Nee, dann sollte es ein Kurzvergnügen. So lang sind die Level ja nicht. Okay, das war lustig. Hi. Hi. Oh, nein, keine Bomben. Nein. Ich mag es, wie ich einfach zu jedem Gegner hingehe und basically sage... No. 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 Wer Tom im Montage-Video wäre super. Ah, verdammt, ist da unten eine rote Blume drin? Wahrscheinlich schon. Ich habe das vergessen.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind, dann wäre es perfekt. Da oben könnte halt auch ein Secret sein. Ach, wie blöd ist denn das? Hä, habe ich das gerade verwechselt? Oh nein. Shit, was mache ich denn hier? Ich schwöre, wenn ich jetzt weitergehe, ich habe doch jetzt schon eine weitere Blume verpasst. Außerdem Banane. Bananen sind gesund. Sind Bananen überhaupt so gesund? Die sind doch völlig überzuckert, oder nicht? Kauni. Kauni. Ich meine, ja, es ist Fruchtzucker und so, aber trotzdem. Ich glaube, Bananen sind, glaube ich, das ungesundeste Obst. Ah, da ist noch ein Blümchen. Bananen sind gesund, aber ich esse sie nicht mehr. Ich mag Bananen. Ich hatte auch eine Zeit lang richtig Bananensaftsucht. Oh nein, wir haben schon wieder die Blume verhauen. Ich sehe es doch schon kommen. Da ist doch das Ende der Stage. Laber doch nicht. Ich esse gerne Bananen mit braunen Flecken. Ich meine, die werden irgendwann süßer. Ey, wir haben zwei Blumen verpasst. Ich will nicht das ganze Level zu 100... Ach nee, nevermind. Hey, da kommt doch noch was. Oder nicht? Nope. Wie dieses Johnny-Emote. Bang, 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 bang. Mein Tipp für Blaubeeren, tut sie ein, zwei Stunden in den Kühlschrank. Das Lustige ist, ich habe Blaubeeren gefroren. Genau das Emote wollte ich sehen. Okay, weg. Gefühlt kommt stark das eben Geschmack. Yay. Kann man den Kampf umgehen, wenn man außen rumläuft? Okay, zwei sollten doch noch hier sein. So, hier ist kein Blümchen. Hey du, stirb. Da ist ein Blümchen. Und das allein durch die Kühlung. Okay, und die letzte Blume ist jetzt oben da in dieser Lücke. Okay, wir haben's, wir haben's. Kein Ärger, kein gar nichts. Da wurde rausgerast, kommt, ist gleich eine Blume drin. Hallo. Wir haben's. Das ist erst die Halbzeit im Level, alles gut. Kony, wir haben den Waddle-Dee. So, dann wollen wir die Lampen anzünden gleich. Und jetzt haben wir die Chance, den Boss besser zu machen. Schnapp. Schnapp zu! Mach kaputt. Ja, feine Schildkröte. Super. Und schon habe ich den Boss besser gemacht. Don't lose your way. Sorry. Hat vielleicht nicht ganz gepasst, aber was soll's. Den letzten Waddle-Dee endlich.
Warte jetzt schon mal, dass du für spätere Bosse die Ausweichrolle lernst. Es gibt eine Ausweichrolle. Muss ich dafür R halten und zweimal in eine Richtung tappen, oder wie? Oder den Dash. Rio Curb Martin. Ich muss das zeichnen. Okay, entzünde 4 Laternenschalter, ZR und Richtung drücken. Oh. Achso, das kann ich. Wir können ja beide eine Version zeichnen. Du zeichnest deine Curb-Version. Und ich zeichne halt so, wie ich den America Kirby gemalt habe. Warum gibt mir das Lied so ein bisschen Kingdom Hearts Vibes am Anfang? Am Ende stellt sich raus, dass Yoko Shimomura hier mitgemacht hat. Ich sehe das kommen. Tut mir leid, Gun. Ich werde dich vermissen. Was jetzt mit den Laternen? Ja, wo sind die denn? Ich habe die erste verpasst. Oder hast du eine gesehen? Sag bloß, man muss zurückgehen. Kurz bevor du treffen sollst, die Rolle mit so einem Slow-Mo-Angriff. Du hast die erste verpasst, die ist davor. Okay, dann muss ich halt wieder raus. Aber ich krieg das Feuer erst hier drin, sagen wir es mal so. Ah, okay, dann ist es ja einfach, wenn hier alles ist. Easy peasy. Feuer, Feuer. Feuer. Jump. Läuft dann doch erstaunlich gut aktuell. Kann ich mich mal einmal kurz vollstopfen? Gegen einen weiteren Schalter. Pudding! Ich lasse euch heute leben. Hey, wo ist er denn hin? Übrigens, danke für den Hinweis, Barmut. Oh, dieses Spiel macht so viel Spaß. So, hier ist die nächste Laterne. Paar Münzen. Da ist die nächste Laterne. Da ist noch ein Secret. Da hole ich mir mal eben schnell die lustige kleine Figurli mit. Ich finde die Stangen Gyarados echt genial. Die sind auf jeden Fall, die erinnert mich an diese Hammerhai-Fische aus Mario 3D World. Ich habe mich nur gewundert, warum die brennenden Gegner am Anfang des Tunnels. Warte, am Anfang des Tunnels war ein brennender Gegner? Oh Gott. Streamers Blindfisch, niemals vergessen. Ich bin leider darauf konzentriert, interessant zu sein. Und nicht so darauf zu spielen. Also das hängt von Spiel zu Spiel ab. So, wir haben 4 Laternen eingesaugt, das heißt, es sollte jetzt theoretisch gesehen alles gemacht sein. Ist doch schon die Brille auf. Was hast du gesagt? Hallo, kann ich jetzt mal bitte da hoch? Ah, danke. Wer hat jetzt die Brille auf? Oh yeah, wer hat jetzt eine Brille auf? Rauchen ist nicht cool, Kinder. Außer es ist deine Chilischote. Verbrenne dich. Au!
Diese Höhle ist jetzt eigentlich noch dunkler, als sie sein sollte. So, wir können ja weiter. Ich habe ja alle vier, richtig? Ja. Wir müssen nur noch zum Ziel. Und dann müssen wir nicht runterfallen und irgendwas anderes noch beachten. Hey, Moment, was soll das? Cool. Das war easy. Kein Kirby erlaubt. Okay, das ist Mist. Ist das Pflicht oder muss ich da nicht lang? Das ist nicht Pflicht. Hey, ich bin eine Leiter. Au. Leiter, Leiter, die kleinen Ärmchen da vorne. Raus. Captain Kirby's Face. Wirkt er aus wie eine Treppe. Was habe ich gesagt? Sorry, falls ich was Falsches gesagt habe. Außerdem, hey, ein Secret. Sehr sekretisch. Münzies! ich hatte die Kanone beim ersten Mal schon gemacht. Ich hol nur die Sachen, die wir brauchen. Das spricht die Waddle Dees. Gabon! Peppo Ping. Peng. Ich glaube, da habe ich nicht zugeguckt. Kann sein. 10 von 10. Ey, das sind 10 von 10. Und dort hinten, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir nicht abgeschlossen. Okay, Kugelsteinstraße. Der versteckte Waddle Dee ist 3 Snacks von Baumstumpf. Jeder Baumstumpf muss unter die Lupe genommen werden und fahre unter den, ohne den Abgrund zu stürzen, ist free. Und wenn ich nicht auch alles auf einen Schlag schaffe, dann muss ich die Sonnenbrille ablegen. Oh Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. So, wo ist ein Baumstumpf? Oh mein Gott, Gun. Beste Fähigkeit ever. Da ist ein Baumstumpf. Okay, das Baguette habe ich vorhin übersehen. Der versteckte Waddle Dee. Ja, genau, beim Riesenstein, den muss ich dann retten. Oh, Banane. Ich muss einfach nur schnell sein. Das sehe ich jetzt auch ein. Kann man ja nicht wissen. Ich dachte, ich verpasse vielleicht was. Wow, wow. Wow! Stylish! Too close! Bayonetta Kirby. Wow! Wow! So gut. Wow! Hey, Moment, warum ist hier nichts zu essen? Das war kein echt Bayonetta. Ach shit. Let's dance, boys. Dab, 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 dab. Wie nice. Es gibt aber schon Kerbonetta. Ah, ihr werdet sterben.
Und du gehörst mir! Ich glaube, technisch gesehen ist der Waddle Dee nicht tot. So, da haben wir den versteckten Waddle Dee. Wir haben, glaube ich, die Baumstümpfe geschafft. Und wir dürfen jetzt nicht runterfallen mit dem Auto. Das ist alles. Also. Safety first. Einfach die Wand knutschen. Kabi goes boom, boom. Here we go. Münzen. Das ist so richtig mit dem Ausweichen. Aber das war cool mit dem Ausweichen. Zack, zack, zack. 3 Waddle Dees, 10 Waddle Dees in diesem Level. Mal schauen, ob ich die Pace in den anderen Leveln halten kann. Was stand jetzt? Stellen wir uns den Boss. Und dann war's das. Auf zweierlei Ebene. Gerangel im Center. Oh nein, ich muss mehrere Quests machen. Jetzt habe ich Angst. Vielleicht mache ich doch nicht alles. Sind das alles Kampf-Challenges oder muss ich hier noch irgendwas finden im Voraus? Ich glaube, das sind alles Kampf-Challenges. Oh, Banana. Wie nett von jemandem, hier einfach so Bananen rumliegen zu lassen. Diese Zeichnung. Die kommt mir bekannt vor. Oh, was bist du denn für einer? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich glaube, das ist eh schon der Kampf. Dann können wir es auch lassen. Ich denke, das ist für die Challenge echt günstig. Was muss ich denn machen? Sag mal so. Ist nicht mal wissenlos. Es gibt die Wispy Palme, hat man im Trailer gesehen. Reject Humanity. Return to Monkey! Wow! Wow! Ich komme wirklich auf die Bayonetta. Smashing! Das war knapp. Sag mir bitte irgendjemand, was ich tun muss. Mach's wie Clayton. Clayton! Wow! Wow! Nicht schießen! Woo! Geh unter seinen Beinen durch. Ist das die Challenge? I don't want to touch Gorilla Dong. Volltreffer. Oh shit, nicht treffen lassen, unter den Beinen durch. Shit. Zeta hat getroffen? Wie kann ich unter seinen Beinen durch? Oh, okay. Unter 2 Minuten.
Wie ich sage, machen wir jetzt hin. Oh Gott, das kann ein Shit werden. Schieß ihm ins Gesicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und nun das grande Finale! Boom! Oh warte, ich hab Schaden genommen! Ich wusste nur nicht, dass meine Leben da oben angezeigt werden. Ich dachte, ich hätte keine KP verloren. Ganz galore. Ja, ich weiß nicht, ob die Boss-Challenges mit sein müssen. Okay, Schwert. Hey, Meister Glurak. Ich meine, hey, Glurak, du kommst zurück. Komm jetzt zur Cutscene. Ab nach Hause mit euch. Die Rangel im Center abgeschlossen. Wie wohl die nächste Welt heißt? Ach ne, erstmal Model die Stadt. Sie haben ein Haus gebaut. Und man kann jetzt Automaten ziehen. Der Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und erhalte eine Figur. Viel Spaß beim Sammeln der Serien. Der Waddle Dee Waffenladen wurde eröffnet. Du kannst deine Spezialpower noch viel stärker machen. Sieht doch interessant aus. Ob ich mit Elfinchen rumspielen kann? Ei. Was ist? Ja, die Brille finde ich auch sehr gut. Beste Feature im Spiel. Hi! Willkommen in Waddendies Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpowern. Eine kleine Leidenschaft von mir. Jeder von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Schau also öfter mal vorbei. Oh, bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln und sie viel stärker zu machen. Diese Blaupause hier enthält ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower entwickeln. Lass es uns doch gleich mal versuchen. Wer ist Chakram? Ist die Brille hin? Ich habe dafür 1500 bezahlt. Ich habe sie abgelegt nach dem Kampf. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Bumerang kann nun zum Chakram Bumerang entwickelt werden. Die Bumerang juckt mich nicht. Das Vulkanfeuer kann jetzt entwickelt werden. Sorry, but I want gun. I want my gun. Oh, Herr Samstag. Der ist niedlich. Kann ich den töten? Nicht, dass ich ihn töten wollen würde. Das ist rein experimentell. Der beste Charakter im Spiel. Hast du das Spiel selber, Taschenbuchgeist? Mein Laptop vibriert gerade. What the fuck, Hilfe. Oh oh. No gun for Kirby. Nein, Gnade! Shit. Nichts Persönliches. Oh, er ist wieder da. Die Blaupausen sind in Leveln versteckt und manche von denen sind clever. Okay. Da würde ich einfach mal sagen, ich bin nicht interessiert. Aber du sollst upgraden! Aber du musst jetzt eins upgraden! Das ist das Tutorial! Hey, Nico ist hier. Grüß dich, dann upgrade ich Feuer. Zu Vulkanfeuer. Um diese Spezialpower zu entwickeln, benötigst du Münzen und seltene Steine. Seltene Steine findest du auf Straßen der Schätze, die überall auf der Weltkarte verborgen sind. Augen offen halten lohnt sich. Offen Augen halten.
Ich habe schon alles vorbereitet, damit wir gleich loslegen können. Drücke einfach nur A, um die Spezialpower zu entwickeln. Power Entwickulus. Arbeite. Vulkanfeuer. Vulkanfeuer ist OP, was? Nicht bestimmte Videos ansehen, ist eine andere Fähigkeit OP, wenn man weiß wie. Gun? Oder Mirror? Geschafft, das hat ja wunderbar geklappt. Die Spezialpower Feuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Falls du noch mehr Blaupausen findest, bring sie ruhig vorbei. Ich helfe dir dann dabei, deine Spezialpower noch weiter zu entwickeln. Hi! Aber regulär. Wenn du deinen Erkundungstour fortsetzen willst, spring einfach auf den Warpstern und flieg mit ihm ins neue Gebiet. Da ist eine Maxi-Tomate. Die ist ja maximal cool. Ich kann 11 Bienchen töten. Oh oh. He's dead now. Ah, hier gefällt mir das. Das ist der Plattform-Director, richtig? Und hier werde ich mich jetzt ausruhen. Dass wir beim nächsten Mal die nächste Welt anfangen. Deshalb danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal von Kirby und das vergessene Land. Vielleicht live. Mal schauen. Bis dann.